Wie sagt Christoph immer so schön, wenn der Haken einsticht, muss sofort ein Tropfen Blut kommen, sonst ist er stumpf. Kamakura ist eine Stadt in Japan. Habt ihr das gewusst? Ich auch nicht. Ich hab's aber gegoogelt. Und ihr könnt euch vielleicht jetzt schon denken, was hier in diesem Paket drin ist. Eins vorneweg, als ich das Video von Korda zu ihrem neuen nachgeschleiften Haken gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, ist das ein cooles Video. Mal gar nicht in bekannter Korda-Manier mit dem Nebel überm Wasser und der aufgehenden Sonne, sondern was ganz anderes. Ein bisschen im Asia-Manga-Style ist, glaube ich, der falsche Begriff, aber so ein bisschen im Comic-Style, dennoch mit realistischen Bildern drin. So ein bisschen im Asia-Style vom Capsilla TV-Intro. Fand ich mega geil. Hat mich sofort erreicht. Man sieht also, wenn man mal was anderes macht, catcht das die Aufmerksamkeit. Zumindest meine. Wir haben jetzt heute hier die brandneuen Kamakura-Haken von Korda und die gibt es zunächst in den Ausführungen White, Gelb und Crank. Was diese Hakenform ausmacht, erkläre ich gleich. Zunächst einmal wollen wir jetzt mal schauen, wie diese Teile, über die wirklich viele reden momentan, aussehen. Ich packe die mal aus. Was mir schon mal direkt gut gefällt, jetzt mal unabhängig von der Plastikverpackung, ist dieses Etui hier, wo diese Haken wirklich gut aufgehoben sind. Weil ihr kennt es gibt in letzter Zeit immer mehr super scharfe Hightech-Haken, nenne ich sie mal. Und da ist doch schon mal das A und O, dass die in einer Verpackung sind, wo sie auch scharf bleiben. So, wenn wir da jetzt mal näher drauf schauen, ich weiß nicht, ob ich das hier so weit biegen darf. Ich habe mir fast Angst, die rauszunehmen, weil diese ultra scharf aussehen. Aber wenn man da jetzt mal einen rausnimmt, das geht ja 1A, das sehen wir, dass da wie so, da ist ja schon fast Blut drauf. Seht ihr das? Aber es ist, glaube ich, kein Blut. Dann dachte ich jetzt, tatsächlich, bei den neuen Korda-Haken ist auf jeden Haken noch der Tropfen Blut drauf von dem Japaner, der den getestet hat. Oder dem Korda-Mitarbeiter, das weiß ich nicht genau. Aber nein, es ist, glaube ich, so eine Form von Vaseline. Oder ich kann es nicht, ja, genau, man kann es runter machen. Es ist so eine Form Vaseline, um diesen Haken zu diese Hakenspitze zu schützen. Ziemlich geil, macht wirklich was her. So, und warum Korda die Kamakuras genau in den Ausführungen Crank und White Gape herausgebracht hat, kann ich euch nicht sagen oder zunächst in diesen Ausführungen herausgebracht hat. Was ich euch aber sagen kann, ist, was die Besonderheiten dieser Hakenform sind. Beim White Gape ist es so, dass es ein ganz klassischer Haken ist, auf den verdammt viele Angler schwören, ein toller Allround-Haken, der sich natürlich für alle Bodenköderpräsentationen eignet. Merkmale sind das 15 Grad nach innen gebogene Öhr und die leicht nach innen gebogene Spitze. Die Besonderheit vom Crank ist auf den ersten Blick sichtbar. Das ist so ein bisschen, er hat so eine bisschen außergewöhnliche Form. Einerseits ist die Spitze seitlich versetzt und die Spitze ist nach innen gebogen, ähnlich dem White Gape. Und er hat so einen extrem weiten Bogen. Es ist, glaube ich, so eine Mischung aus einem Curve Shank und einem White Gape. Und das ist ein Haken, der super aggressiv ist. Und natürlich durch diesen weiten Bogen auch viel Fleisch fasst, also einen guten Halt im Karpfenmaul sicherstellen soll. Ich persönlich habe den noch nie geangelt, aber ich bin verdammt heiß drauf, es mal zu tun. Dieser Haken eignet sich sowohl für Pop-Up-Präsentationen, aber auch für Bodenpräsentationen und ist wie der White Gape ultra scharf. Also ihr seht meine Hautplatte richtig drin hängen.
Den Haken, die neuen Kamakura-Haken. Sowohl den Whitegate als auch den Crank gibt es in den Größen 4, 6 und 8 derzeit. Und als Barbless, also wieder hakenlose Version. Und als Version mit Widerhaken. Also die neuen Kamakuras als Crank und Whitegape möchte ich unbedingt auch mal probieren. Aber diese hier werden verlost. Und zwar an euch. Wir verlosen jeweils ein Päckchen Whitegape mit den zugehörigen Barbless Haken, also einmal mit Widerhaken, einmal ohne. Zwei Pakete, kommentiert, wollt ihr den Crank oder wollt ihr den Whitegate und in welcher Angelsituation wollt ihr die neuen Korderhaken ausprobieren? Kommentiert bitte und ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Neben dem Abonnieren-Button ist eine kleine Glocke. Klickt da drauf und ihr werdet immer just in time informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und ihr seid garantiert auch beim nächsten Gewinnspiel wieder mit dabei. Adios.